Organisationen von Parteien einzurichten. Das gibt es ja auch in keinem anderen Land, außer in Österreich, glaube ich, wo das noch möglich ist, aber in jedem anderen Land ist das nicht möglich. Insofern sollte man vielleicht hier mal nachdenken. Auf jeden Fall, diese ganze Verbotsdiskussion ist für mich einfach nur eine Riesentorheit, wenn man ernsthaft das Erstarken des Rechtsextremismus bekämpfen will. Kommen wir zur neuen Partei BSW. Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist für viele ja noch die große Unbekannte. Ne? Ich habe gelesen, die einen sehen es als verlängerten Arm Putins. Das Thema hatten wir schon. Andere als Mehrheitsbeschaffer für SPD und Grüne und gelenkte Opposition. Wie sehen Sie die Rolle des BSW? Ja, bei Gelenk. Hey, das ist eine gute Frage. Also, sie fasste diese zwei Extrempositionen. Das sind ja jetzt keine Strohmänner, die sie bringt, sondern das sind ja wirklich die zwei Extrempositionen, die von den anderen Lagern gekommen sind. Im Vorfeld haben gesagt, ja, BSW, das ist, die wollen, oder aus dem CDU-Vorfeld sogar, also Julian Reichelt hat das sogar behauptet, also jemand, der die CDU ganz gut findet, ja, das BSW, das will doch mit den Grünen koalieren. Ja, und also könnte man jetzt als Gegenfrage stellen, mit wem will die AfD koalieren? Mit der CDU? Also die den ganzen Unsinn, den die Grünen auch wollen, genauso will. Die wirklich jeden Unsinn in jedem politischen Bereich, einschließlich der aggressiven Kriegstreiberei gegenüber Russland, zu 100% mitgetragen hat und wo teils einige Figuren noch aggressiver aufgetreten sind, wie Kiesewetter oder Röttgen. Der Opposition muss ich natürlich nur lachen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich ständig gelähmt worden bin von irgendwelchen Regierungen. Was weiß ich alles. Das ist natürlich dummes Zeug. Denn man versucht eben, einmal versucht man, das BSW in die Nähe der AfD zu rücken. Aber da muss man sich ja nur ein bisschen mit der Sache beschäftigen. Die meisten sind zu faul oder zu bequem oder unfähig, das zu tun. Da weiß man, dass das völlig absurd ist. Die Überschneidungen der Regierungsparteien und der CDU mit der AfD sind ungleich größer als die Überschneidung etwa des BSW, wo man allenfalls sagen kann, dass es eine Überschneidung in dem Punkt gibt, dass man gute Beziehungen zu Russland für richtig hält. Aber was die niedrigen Löhne angeht, niedrige Renten, niedrige sozialen Leistungen, sind sich alle einig im Bundestag, also Riesenüberschneidungen. Und wenn es darum geht, auch den Rüstungsetat auszuweiten, gibt es eine Übereinstimmung mit. Aber bevor wir jetzt zur Rüstungspolitik kommen, sehr guter Punkt von Lafontaine. Die AfD steht für die gleiche Wirtschaftspolitik wie die Altparteien. Darum hat die AfD beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro abgelehnt. Da hat Gerrit Huy im Bundestag eine Rede gehalten, wo sie dagegen laut polemisiert hat. Habe ich damals auch darauf reagiert. Also wirklich guter Punkt. AfD und den Regierungsparteien und der Opposition und auch die Unterstützung der Regierung Netanjahus oder ihrer Politik, in der ja eine eigene Bekundung auch Faschisten sitzen, der Regierung Netanjahus. Und die Kriegsverbrechen in Israel werden eben von allen Bundestagsparteien einschließlich der AfD unterstützt. Also hier gibt es riesige und große Überschneidungen, die aber im deutschen Dialog völlig ausgeblendet werden. Jetzt gibt es in Deutschland drei Landtagswahlen dieses Jahr. Wer wäre denn natürlicher Koalitionspartner des BSW? Natürlich, in dem Sinne fällt mir bei dem, was ich vorher analysiert habe, Ja, nicht ein. eben. Aber es ist natürlich so, dass in den Ländern eben andere Bedingungen herrschen. Da wird ja jetzt zunächst einmal nicht über all die Fragen entschieden, von denen ich jetzt gesprochen habe, allenfalls eben im Bundesrat bei einzelnen Fragen. Aber letztendlich gibt es eine klare Marschrichtung, die ich auch aufgrund meiner jahrzehntelangen Praxis sagen kann. Man beteiligt sich dann an der Regierung, wenn man etwas Entscheidendes für die Wählerinnen und Wähler bewirken kann. Sonst nicht. Aussage. Also man versucht beispielsweise, wenn jetzt in Sachsen CDU und AfD und BSW in den Landtag kommen, so sind ja tatsächlich die Umfragen gerade in Sachsen, dass es nur drei Parteien sind, die da in den Landtag kommen, dann sollte das BSW versuchen, CDU und AfD strategisch günstig gegeneinander auszuspielen, so gut es halt geht. Wenn CDU und AfD dann zusammen koalieren in Sachsen, dann kann das BSW halt auch nichts machen, dann ist das halt so. Aber man sollte versuchen, so viel vom eigenen Programm durchzukriegen wie irgend möglich. Sei es, indem man eine Minderheitsregierung toleriert oder sie selber anführt. Also, wie man es letztlich auch immer macht, man sollte wirklich versuchen, große Teile seines Programms durchzukriegen. Und da gehören große Investitionsprogramme auf Länderebene, die Länder sind ja für Bildungspolitik zuständig, in die Schulen vor allem. Also, das ist, glaube ich, das wichtigste Thema, was man auf Länderebene angehen kann. Ja, aber wenn Sie so wenig Gemeinsamkeiten haben, also ich meine, die Brandmauer zur AfD macht das BSW schon mit.
Ich will, also um die erste Frage zu beantworten, dann komme ich zur zweiten. Die erste Frage ist, kann man etwas verändern? Ich nehme mal den Mindestlohn. Ich habe ihn ja mehrfach angesprochen. Jetzt haben Grüne und SPD gesagt, ja, die Forderungen, die also Leute wie ich seit langem vertreten, man bräuchte jetzt mindestens einen Mindestlohn von 14 Euro, wurde jetzt auch beschlossen nach langem Zögern. Aber da kann man sie ja dann testen. Dasselbe gilt eben auch für SPD wurde schon getestet. Die Gewerkschaften, also da ist Lafontaine nicht, glaube ich, nicht richtig informiert. Da müsste vielleicht mal wer, der Führungs. Ich weiß jetzt nicht, ob er es damals nicht mitbekommen hat, aber die SPD, die hat damals die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Es war die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, die eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Wenn ein SPD-Politiker also jetzt sagt, auch ein Mindestlohn von 14 Euro, der wäre schon gut, dann lügt er. Wenn er sagt, die SPD fordert eine Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro, dann ist das eine Lüge. Jeder SPD-Politiker, der sowas in Interviews fordert, der lügt euch ins Gesicht. Das muss euch immer klar sein. Also die SPD hat eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert. Sie hat zusammen mit den Arbeitgebern in der Mindestlohnkommission gegen die Gewerkschaften gestimmt. Das war wirklich die SPD-Vertreterin Christiane Schönefeld, die da die entscheidende Stimme hatte. Und die hat das verhindert. Das ist in der öffentlichen Diskussion leider nicht groß angekommen, weil die Medien eben fast nicht darüber berichtet haben. Jacobin hatte, glaube ich, einen Artikel dazu, aber sonst hat fast keiner berichtet. Das war wirklich traurig. Also es zeigt mal wieder, wie viel sich Medien für Wirtschaftspolitik interessieren. Erst recht, wenn die SPD mal wieder ihre eigenen Wähler verarscht. Also die Forderung von Klingbeil, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen, die war dann überall. Also die SPD verhindert das zuerst und ein paar Wochen später fordert sie dann diese Erhöhung, die sie selber verhindert hat. Also das ist Endlevel-Heuchelei. Und wenn die Medien mal ein bisschen darüber berichten würden, dann wäre das den Wählern auch klar, dass sie da von vorne bis hinten verarscht werden. Aber es wird nicht darüber berichtet. Also deswegen erwähne ich das auch fast in jedem Stream, wo es um das Thema geht. Einfach weil das so ein vollkommen dreister Betrug am Wähler ist, was die SPD da veranstaltet hat. Also das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Ich glaube, Sommer 2023 verhindert sie die Erhöhung und im Herbst fordert Klingbeil dann plötzlich, dass diese Erhöhung, die gerade eben verhindert wurde, kommen soll. Also für wie viel dümmer kann man die Wähler noch verkaufen? Aber es funktioniert halt, weil die Medien nicht darüber berichten. Bemerkungen, die teilweise da oder dort zu lesen sind, was die Rentengesetzgebung angeht, jetzt immer auf Bundesebene, das kann man ja dann testen. Und wenn es darum geht, eben die notwendigen Mittel bereitzustellen, dann muss man eben zusammen dafür eintreten, dass dieser Wahnsinn, Milliarden fürs Militär zu verpulvern und für Kriege, die letztendlich, ich denke an die Ukraine oder auch an den Krieg im Gazastreifen nur dazu führen, dass viele, viele Menschen sterben und leiden müssen. Wenn man also diese verpulverten Milliarden eben einsetzt für bessere Renten beispielsweise oder auch für bessere Schulen, um ein wichtiges Thema einmal anzusprechen, dann ist man bei der Landespolitik, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Naja, aber alle großen Parteien sehen das ja anders. Alle großen Parteien und alle etablierten Parteien sind im Grunde zu einem großen Bündnis zusammengekommen, sind für die Aufrüstung, sind für die Milliarden sowohl in den Krieg als auch in die eigene Rüstungsindustrie als auch in die Bundeswehr. Da können sie doch gar nicht zusammenkommen. Das ist richtig, das wird sich aber nicht mehr lange halten. Man merkt ja allmählich, dass sie eben an die Wand laufen. Also die ganzen Erklärungen zu Beginn des Ukraine-Krieges, man wolle siegen und man würde also die Russen zurückdrängen und man würde also so lange kämpfen unter Führung der USA, bis Russland niemals wieder einen solchen Krieg führen kann und so weiter und so weiter. Sie weichen ja allmählich der Realität und im Geheimen diskutiert man ja schon, wie man da rauskommt aus dieser Falle. Insofern gehe ich davon aus, dass diese Politik auf Dauer nicht durchzuhalten ist, denn die Bevölkerung wird nicht mitmachen, wird es nicht weiter mitmachen, dass die Ja, man könnte es auch noch deutlicher sagen, solange die Parteien versuchen, diese Politik gegen die Realität durchzuhalten, also Habeck hat ja gesagt, man sei umzingelt von Realität, das Zitat, solange die Parteien das versuchen, solange sind sie unsere Gegner. Solange müssen wir versuchen, SPD und Grüne zu marginalisieren. Solange müssen wir versuchen, Wähler davon zu überzeugen, dass diese Parteien absolut die falsche Wahl sind und sie BSW wählen sollten. Also solange sollte man mit diesen Parteien auch nicht koalieren, sondern aggressiv Stimmung gegen sie machen. Und Wagenknecht hat ja völlig zu Recht auch eine Koalition mit den Grünen schon grundsätzlich ausgeschlossen. Und Lafontaine hat es gerade noch mal gesagt, solange die Parteien auf diesem Kriegskurs sind,
solange sie an der aktuellen Wirtschaftspolitik festhalten wollen, solange ist eine Zusammenarbeit halt ausgeschlossen, einfach weil es inhaltlich keine Gemeinsamkeiten gibt. Das könnte man jetzt auch konsequent weiter sagen und sagen, okay, wenn die Parteien diese Politik machen, dann muss es unser Ziel sein, sie zu zerstören. Dann muss es unser Ziel sein, ihre Wählerschaft zu übernehmen. Wichtigsten Infos. Also man könnte auch sagen, wir setzen nicht auf eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen, sondern wir setzen auf die Implosion von SPD und Grünen.